Hallo und herzlich willkommen zum Apple Professional Learning Online Coaching. Mein Name ist Sabine Weyer und ich möchte gerne heute zeigen, wie man die App Keynote kreativ im Unterricht einsetzen kann. Ich bin Grundschullehrerin in Düsseldorf und setze seit 2012 iPads im Unterrichtsalltag ein und gebe seit ein paar Jahren auch meine Erfahrungen und Unterrichtsideen zum iPad in Fortbildungen für Lehrkräfte rund um den Einsatz von iPads im Unterricht weiter. Heute möchte ich zeigen, dass die App Keynote eigentlich mehr ist als ein Präsentationsprogramm und viele kreative Möglichkeiten für den Einsatz im Unterricht bietet. Von interaktiven Präsentationen über animierte Geschichten bis hin zum Programmieren eigener kleiner Apps. Als erstes zeige ich heute ein Beispiel aus dem Sachunterricht, eine interaktive Präsentation zum Wasserkreislauf. Und mit so einer interaktiven Präsentation lassen sich Kreisläufe oder Bewegungsabläufe wirklich toll darstellen und machen die einzelnen Schritte für die Schüler nochmal ein bisschen deutlicher, also was wirklich passiert in einzelnen Schritten. Und das baut sich eben nacheinander auf, bis man dann am Ende den kompletten Kreislauf sieht. Und das Schöne an so einer interaktiven Präsentation ist, dass ich diese als Video aufzeichnen kann. Und zwar hier rechts über die drei Punkte und über das Exportieren kann ich es als Film exportieren und so den Kindern im Nachhinein nochmal zur Verfügung stellen zum Beispiel und neu einsprechen lassen. Das heißt, die Kinder drehen zum Video einen Film und nehmen ihren eigenen Ton dazu auf und sprechen dazu. Das ist so eine erste Idee und jetzt werden wir gleich mal sehen, wie man denn daran geht, das selbst zu erstellen. Dazu öffnen wir jetzt einmal die App Keynote. Dann sieht die Ansicht hier so aus und Sie können auf dem Plus eine neue Präsentation erstellen. Dann kommen Sie in eine Vorlagenseite, wo Sie unter verschiedenen Vorlagen auswählen können. Ich nutze für die Grundschüler eigentlich immer die einfachen Auswahlmöglichkeiten, um den Schülern die Zeit zu ersparen, nach den schönsten, buntesten Präsentationshintergründen zu schauen, sondern die sollen sich ja erstmal auf den Inhalt konzentrieren. Sie öffnen jetzt einfach einen weißen Hintergrund. Öffnet sie die Vorlage dann so aus. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich gerne meine Präsentation umbenennen. Und das gebe ich den Schülern immer als erstes mit auf den Weg. Denn am Ende der Stunde bleibt oft keine Zeit dafür, den Titel einzugeben. Und dann findet man in der nächsten Stunde die Datei nicht mehr wieder. Und deswegen machen wir das jetzt als allererstes, die Datei zu benennen. Dann haben wir hier zwei Textfelder. Das sieht man, wenn man hier drauf tippt, dann kann man die markieren. Das untere Textfeld brauche ich in dem Fall nicht. Das heißt, ich tippe einmal da drauf, bis ich die schwarze Leiste öffne und gehe auf Löschen. Dann habe ich noch ein Textfeld, wo ich jetzt den Titel eingeben kann. Und es geht ja jetzt heute um das erste Beispiel zum Wasserkreislauf. Und wenn ich jetzt das noch gestalten möchte, also die Schrift gestalten möchte, dann tippe ich einfach einmal auf das Textfeld und gehe auf den Pinsel. Mit dem Pinsel kann ich nämlich Sachen verändern. Und in dem Fall möchte ich gerne den Text verändern. Und zwar dem eine andere Schrift geben. Ich kann hier aus ganz vielen verschiedenen Schriften auswählen und ich kann sogar Schriften, die in der Schule wichtig sind, also eigene Schriften wie die Grundschrift zum Beispiel, auf das iPad draufbringen. Und hier habe ich die Grundschrift eben ausgewählt. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, dann kann ich hier auch noch die Größe anpassen, wenn eine Überschrift ein bisschen größer aussehen soll. Farbe und alles, was ich noch brauche, kann ich hier auch einstellen, ob mittig oder wie das sonst aussehen soll. Gut. Jetzt lege ich meine Überschrift erstmal in die Mitte der Seite. Das soll im Grunde mein Deckblatt werden. Und jetzt zeige ich Ihnen die erste Animation, die ich wirklich sehr gerne benutze. Und das ist eine die nennt sich Zauberei. Dazu müssen wir
Das ist also im Grunde ein Übergang und dazu müssen wir hier auf die linke Seite gehen, auf die Seitenansicht klicken und dann öffnet sich die schwarze Leiste, in der ich auswählen kann, Übergang. Und hier unten wähle ich dann den entsprechenden Übergang aus und da findet er sich schon, Zauberei, das ist einer meiner Lieblingsübergänge. Ich zeige auch gleich warum. Und dann gehe ich auf Fertig oben rechts und dann werde ich gefragt, ob ich die Seite duplizieren möchte und das möchte ich in dem Fall. So, und jetzt kann ich nämlich auf dieser Seite mein Wasserkreislauf-Symbol woanders hinschieben. Ich mache das jetzt einfach mal, das Textfeld jetzt einfach mal kleiner und packe es ganz oben auf die Seite. Und um Ihnen den Effekt zu zeigen, gehe ich jetzt wieder zurück auf die erste Seite und spiele meine Präsentation über die Play-Taste oben einfach einmal ab. Und wenn ich jetzt einmal klicke, dann wandert meine Überschrift nach oben. Na, das kann ich für ganz viele Sachen gut gebrauchen, wenn ich auf einer Seite etwas habe, was ich auf der nächsten anders darstellen soll. Okay, also haben wir schon unsere erste Animation hier getätigt. Jetzt möchte ich gerne ein paar Elemente von dem Wasserkreislauf mit Ihnen gemeinsam erstellen, dass Sie mal sehen, wie das funktioniert. Und zwar nutze ich da als erstes Symbole, die in Keynote drin sind, über das Plus, ich will ja was hinzutun, kann ich hier die Formen auswählen. Und hier finde ich wirklich ganz, ganz viele Formen. Wenn ich hier noch weiter nach rechts gehe, dann finde ich zu verschiedensten Themen wirklich vorgegebene Formen. Und ich suche jetzt meine einfach mal. Ich gebe jetzt mal Wolke ein. Und da ist schon eine Wolke und ich tippe da drauf. Jetzt nicht wundern, die ist jetzt noch blau. Ich kann die an den blauen Punkten, wenn ich da ein bisschen nach außen ziehe, an einem der blauen Punkte, dann kann ich meine Wolke auch anpassen. Und dahin schieben, wo ich sie haben möchte. In blau soll meine Wolke jetzt nicht sein. Das heißt, ich gehe auf den Pinsel, genauso wie bei der Schrift, verändere ich die Form über den Pinsel. Jetzt verändere ich natürlich nicht den Text, sondern den Stil der Form im Grunde. Und gebe hier bei Füllung eine andere Farbe an. Und zwar wähle ich hier ein ziemlich helles Grau. So, ich könnte natürlich hier auch noch, damit es so ein bisschen plastischer wirkt, einen Schatten mit einfügen. Das heißt, dann wirkt die Wolke einfach nochmal was anders. So, so sieht das Ganze dann aus. Jetzt fehlen mir die Wassertropfen, die beim Wasserkreislauf ja aus dem Meer nach oben kommen. Und dazu gehe ich wieder auf die Formen und gebe Tropfen ein. So, und jetzt passe ich mir meinen Wassertropfen erstmal an, von der Größe her, und verändere den auch wieder über den Pinsel. Und diesmal wähle ich einen Verlauf, weil ich gleich was deutlich machen möchte mit den zwei Farben, die ich auswähle. Ich wähle ein ziemlich helles Blau und als zweites ein ganz dunkles Blau. Und hier unter dem Winkel kann ich jetzt noch anpassen, wo denn der Wassertropfen heller oder dunkler werden soll. Ich finde, wenn er fällt, wenn er runterfällt, dann kann man das Dunkle schön nach unten legen. Und in dem Fall steigt er aber ja erstmal nach oben. Dann kann man also diesen schwereren Teil damit verdeutlichen einfach. Und auch hier lege ich einen Schatten hinter, damit es einfach ein bisschen plastischer aussieht. Gut. Damit ich jetzt nicht fünf dieser Wassertropfen erstellen muss und die sollen ja auch alle gleich aussehen, kann ich einfach auf diesen Wassertropfen drauf tippen und auf Kopieren gehen. Und wenn ich jetzt an einer anderen Stelle auf den weißen Hintergrund tippe, dann gehe ich auf Einsetzen und schon habe ich meinen zweiten Wassertropfen mit dabei. Und den kann ich natürlich auch noch ein bisschen kleiner machen, wenn ich denn möchte. Und
Ja, ich möchte aber noch zwei Wassertropfen. Das heißt, ich kann auch jetzt ein Objekt markieren, den Finger da drauf gedrückt halten und mit dem anderen Finger den zweiten Wassertropfen antippen. Wenn ich dann loslasse, kann ich hier also auch beide in einem kopieren und klicke wieder daneben und gehe auf Einsetzen. Diese zwei Wassertropfen kann ich mir auch wieder von der Größe her anpassen, so wie ich das haben möchte. So. Und jetzt nutze ich wieder, dass ich die alle gleichzeitig markieren kann und schiebe die mir dahin, wo ich sie eigentlich haben möchte. Denn die sollen ja nachher zur Wolke hochkommen, aber man soll sie am Anfang noch nicht sehen, sondern die sollen einfach aus dem Unsichtbaren hochgehen. Und alles, was ich jetzt außerhalb von meinem eigentlichen Blatt habe, sehe ich am Anfang ja bei der Präsentation nicht. Das heißt, ich schiebe sie mir hier an den Anfang und jetzt, also an die Seite. Und jetzt möchte ich die Wassertropfen gerne animieren, sodass sie oben in der Wolke landen. Dazu tippe ich jetzt einen der Wassertropfen erstmal an. Und hinter dem kleinen Pfeil hier auf der Seite befindet sich die Kachel animieren. Und wenn ich da drauf gehe, dann kann ich eine Aktion hinzufügen in diesem Fall. Denn die sollen nicht einfach nur erscheinen, die Wassertropfen, sondern die sollen ja in die Wolke wandern und eine Bewegung deutlich machen. Das ist also eine Aktion. Und dann finden Sie hier irgendwo die Aktion Fahrt erzeugen. Und jetzt haben Sie hier unten den kleinen Wassertropfen und der hat sich rot markiert. Man muss das Bild noch mal ein bisschen kleiner machen, damit man das besser sehen kann. Und jetzt muss ich den roten Punkt im Grunde anfassen und meinen Wassertropfen so wandern lassen, wie er nachher auch wandern soll, nämlich in die Wolke. Wenn ich das so gemacht habe, dann zeigt er auch noch die Vorschau direkt an. Und wenn ich jetzt einmal daneben tippe und dann nochmal auf den Wassertropfen tippe, dann wird mir angezeigt Animation kopieren. Das heißt, ich kann jetzt meine Animation einfach auf diesen Wassertropfen daneben legen, diesen antippen und die Animation einsetzen. Und erspare mir dadurch den gleichen Weg bei den anderen Wassertropfen nochmal zu gehen. Auch da will ich Animation einsetzen und auch bei dem letzten Wassertropfen. So, jetzt möchte ich mir das Ganze einmal anschauen, wie das jetzt aussieht und gehe auf die Play-Taste für die Vorschau. Wenn ich jetzt einmal tippe, ist jetzt so eingestellt, dass ich für jeden einzelnen Wassertropfen einmal tippen muss. Was man jetzt sieht, erstens möchte ich, dass alle Wassertropfen zugleich oder relativ gleich hochwandern. Und jetzt sieht man, dass einzelne von den Wassertropfen daneben liegen. Das liegt daran, dass wir die einfach kopiert haben, die Animation. Jetzt gehen wir nochmal zurück und wählen die einzelnen Wassertropfen aus und gehen dann hier unten auf den Bewegungspfad nochmal drauf, der mir dann angezeigt wird. Und jetzt kann ich hier an den blauen Punkten einfach bestimmen, dass der Wassertropfen hier natürlich dort enden soll und vielleicht ein bisschen kleiner werden soll. Und das kann ich jetzt bei den anderen wiederholen. Hier ist er zum Beispiel ganz außerhalb. Hier kann ich mir also auch den Punkt nehmen und kann sagen, nee, der soll hier in der Wolke enden, damit er eben nachher nicht zu sehen ist. So, und jetzt, wenn ich alle in der Wolke habe, muss ich noch einstellen, wie die von der Reihenfolge her nach oben gehen sollen in die Wolke. Dazu klicke ich oben rechts auf diese drei Zeichen und hier werden mir alle Animationen angezeigt. Das hier ist der erste Wassertropfen, der wird also auch hier direkt immer angezeigt. Und da kann ich sagen, soll der per Tippen starten oder nach dem Übergang der Folie direkt. Das spielt eigentlich bei dem ersten, das muss man sich einfach selber entscheiden, wie man das machen möchte.
Der zweite Wassertropfen soll jetzt aber eigentlich mit Animation starten und vielleicht so, naja, so 2/10 Sekunden kurz da drauf. Und der dritte auch mit Animation 1. Der vierte auch mit Animation 1. Und da kann ich vielleicht auch wieder ein bisschen Verzögerung mit reinbringen. Und bei dem letzten auch. Und so wird deutlich, dass die eigentlich im Prinzip alle gleichzeitig starten. Gut, jetzt gehe ich nochmal auf die Vorschau und schaue mir dann das Ganze an. Und schon sind alle meine Wassertropfen in der Wolke. Super. Jetzt entsteht aber meine Wolke ja erst, wenn die Wassertropfen, also der Wasserdunst, nach oben gestiegen ist. Das heißt, die Wolke ist noch nicht von Anfang an da, sondern die bildet sich ja durch die Wassertropfen. Und das mache ich jetzt deutlich wieder durch eine Animation der Wolke. Und zwar füge ich da einen Aufbau hinzu. Wann soll die Wolke denn erscheinen und wie soll das dann aussehen? Hier habe ich wieder verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Ich finde die Auswahl Überblenden hierfür eigentlich ganz passend. Da wird die Vorschau dann angezeigt. Genau. Und jetzt muss ich natürlich hier noch festlegen, wann die erscheinen soll. Die wird immer am Ende einfach eingefügt. Und das stimmt ja auch, die kommt, wenn die Wassertropfen im Grunde oben sind. Aber ich lasse sie trotzdem mit Animation 1 starten, also dann, wenn die Wassertropfen kommen. Und gebe aber hier die Verzögerung ein. Das heißt, das soll sich hier jetzt so ungefähr, naja, sagen wir mal 60/10 Sekunden danach sein. Das muss ich einfach mal ausprobieren. Das heißt, ich muss das über die Vorschau kontrollieren, ob das dann so passt. Ein bisschen spät. Ich würde hier vielleicht doch noch mal ein bisschen weiter runtergehen. Okay. Jetzt ist ja noch das Problem, dass die Wassertropfen über der Wolke lagen gerade. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal auf Fertig gehen, auch so aus dem Präsentationsmodus raus und muss jetzt hier sagen, dass meine Wolke anders angeordnet ist. Und zwar geht das über den Pinsel und über Anordnen. Da kann ich also bestimmen, was liegt im Vordergrund, was im Hintergrund. Und die Wolke soll ja ganz nach vorne, also schiebe ich diesen Schieberegler ganz nach rechts und dann ist meine Wolke auf jeden Fall vor den Wassertropfen. Wenn ich das Ganze jetzt mal starte, und zwar von ganz Anfang an, dann gehe ich auf den Play-Button. So, sieht auch optimal aus. Und so schnell ist eine erste Animation schon entstanden. So, jetzt möchte ich noch eine Sonne dazu haben. Und gehe wieder über das Plus und über die Formen und gebe den Begriff Sonne ein. Und über den Pinsel kann ich jetzt auch wieder hier die Füllung verändern. Und da wähle ich wieder einen Verlauf. Und nehme einfach verschiedene Gelbtöne. Wenn ich so eine Form habe, die aus verschiedenen Formen besteht, in der Mitte ist ja ein großer Kreis und dann sind hier ganz viele kleine Dreiecke als Sonnenstrahlen drumherum, dann habe ich über den Pinsel und über Anordnen jetzt die Möglichkeit, diese Form auseinanderzubrechen. Das kann man also mit allen Formen machen, die aus verschiedenen Teilen bestehen. Und jetzt sieht man, dass jede einzelne Form auswählbar ist. Ich möchte jetzt gerne den einen Sonnenstrahl hier antippen und löschen. Und anstatt dessen möchte ich gerne einen Pfeil einsetzen. Auch wieder über das Plus und in dem Fall über die einfachen Formen einen Pfeil auswählen. Den passe ich mir jetzt so an, wie ich ihn haben will, nämlich so wie der Sonnenstrahl.
So, und wenn ich das jetzt so angepasst habe, wie ich das möchte, kann ich jetzt alle Elemente hier einmal antippen. Das heißt, wieder einen Finger auf ein Symbol drauflegen und mit dem anderen Finger alle anderen Elemente anpassen. So, jetzt habe ich alle markiert und jetzt kann ich über den Pinsel und über Anordnen, wie man die Formen zusammenfügen kann. Und ich möchte sie eben alle zusammen einfügen und deswegen wähle ich das. Also man hat hier unterschiedliche Möglichkeiten, das einfach mal ausprobieren. In dem Fall möchte ich, dass alle eine gemeinsame Form bilden. Und wenn ich jetzt die Form verschiebe, dann sehen Sie schon, dass das eine Form ist. Und das Schöne, was ich jetzt habe, wenn ich da drauf tippe, bekomme ich hier in der Auswahl zu Formen hinzufügen. Und wenn ich das mache, dann kann ich mir diese Form hier in meinen eigenen Formen speichern und beim nächsten Mal einfach wieder mit einfügen. Das heißt, wenn ich nochmal eine zweite Sonne möchte, dann habe ich hier das gleiche Symbol einmal gespeichert. Damit kann ich mir also meine eigenen Formen kreieren und speichern. So, jetzt habt ihr im Grunde, um so einen Wasserkreislauf zu erstellen, die wichtigsten Dinge und Funktionen kennengelernt. Und jetzt möchte ich noch eben zeigen, wie man dann, wenn man fertig ist, am Ende daraus ein Video produziert. Und zwar geht man hier auf die drei Pünktchen und da verstecken sich die Exportmöglichkeiten. Ich kann es also als PDF, PowerPoint oder als Film exportieren. Und das möchte ich in diesem Fall. Dann komme ich hier in die Auswahl und kann auch nochmal sagen, welcher Folienbereich soll denn in dem Video vorkommen. Und die Einstellungen hier unten kann ich einfach so lassen und gehe auf Exportieren. Und jetzt gehe ich auf Video sichern und habe das dann automatisch in der Fotos-App. So, solche interaktiven Präsentationen lassen sich jetzt natürlich hervorragend einsetzen im Unterricht, indem man eben Fachinhalte als Lehrer veranschaulichen und erklären kann. Und das ist immer noch schöner als in einzelnen statischen Folien oder eben nur auf einem Arbeitsblatt. Die zweite Möglichkeit ist auch, dass man so eine interaktive Präsentation nur halbvollständig herstellt, den Schülern zur Verfügung stellt und die dann die Aufgabe bekommen, das zu vervollständigen, also nachdem sie kennengelernt haben, was der Wasserkreislauf ist, selber diese Animation vervollständigen und dann wirklich nochmal inhaltlich auch überlegen, welcher Schritt folgt dann, in welcher Abfolge kommt was und das dann eben selber zu Ende führen. Und die andere Möglichkeit, die ich ja eben schon genannt hatte, ist, das als eben als fertig als Film zu exportieren und dann neu zu vertonen. Und das Neuvertonen geht beispielsweise mit iMovie. Da kann ich dann die Tonspur vom eigentlichen Video wegschneiden auch, falls da eine hintergelegt ist und kann meine eigene Tonspur wieder hinzufügen. So, jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie man animierte Geschichten mit Keynote erstellen kann. Dazu fügen wir in diesem Dokument jetzt einfach unten links über das Plus eine neue weiße Seite ein, eine leere. So, und jetzt müssen wir einmal auf die Seitenansicht tippen. Und dann auf den Pinsel, dann lässt sich nämlich der Seitenhintergrund einstellen. Und hier kann ich natürlich eine Farbe und Verlauf wählen, so wie bei einer Form. Ich möchte jetzt aber ein Bild als Hintergrund wählen. Klicke auf Bild und auf Bild ändern. Und dann kann ich mir einen Hintergrund auswählen. Ich habe jetzt hier das Meer ausgewählt. Und um eine Geschichte zu erzählen, brauche ich jetzt natürlich noch Figuren. Dazu gehe ich wieder auf das Plus und füge wieder unter Fotos ein Bild hinzu. Und in dem Fall nehme ich eine Schildkröte. Jetzt hat die natürlich so einen blöden Hintergrund und wenn ich die hier spielen lasse, möchte ich eigentlich gerne nur die Schildkröte sehen. Und jetzt wenden wir mal einen Trick an, indem man das Foto markiert und dann auf den Pinsel geht. Und auf Bild Transparenz. Dann kann ich, wenn ich mit dem Finger auf den Hintergrund tippe, auf eine Farbe aus dem Hintergrund und ein bisschen nach rechts oder links verschiebe, dann kann ich hier die Farben wegnehmen. Und zwar so, dass wirklich nur die Schildkröte übrig bleibt. Wenn ich jetzt auf Fertig klicke,
irgendwann ist meine Schildkröte so ausgeschnitten. Ja, wenn ich die jetzt antippe, dann kann ich sie irgendwohin verschieben. Das kann ich mit allen Fotos machen. Wenn die Fotos mal einen etwas mehrfarbigeren Hintergrund haben, wird es natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Retuschieren, aber auch da funktioniert es dann in Teilen. Jetzt brauche ich noch ein zweites Figürchen für meine Geschichte. Und da wähle ich jetzt mal diese Krake aus. Die ist schon ausgeschnitten. Die setze ich jetzt mal in die andere Ecke. So, jetzt möchte ich diese beiden Figuren natürlich auch noch animieren. Das heißt, ich klicke wieder eine Figur an und drücke auf Animieren und füge eine Aktion hinzu. Das haben wir vorhin schon mal kennengelernt und haben den Pfad erzeugen genutzt. Und auch den wählen wir jetzt wieder. Und ich schiebe meine Schildkröte ein bisschen in die Mitte, denn die soll gleich der Krake begegnen. Klicke auf Fertig und dann wähle ich meine Krake und wähle da auch Pfad erzeugen und muss dann natürlich schauen, dass die so ungefähr erscheint. Jetzt möchte ich zu der Krake, weil die gleich noch was sagen möchte, noch eine kleine Animation hinzufügen. Und zwar, wenn die auf die Schildkröte trifft, dann soll die sich auch noch drehen. Und dann kann ich hier, wenn ich nochmal auf die Krake drauf trippe, das Drehen noch ein bisschen anpassen. Wie viel soll sie sich denn drehen? Ich möchte eigentlich, dass sie sich einmal komplett dreht. Wie ist eigentlich egal. Guck mal hier in der Vorschau, wie das dann aussehen würde. Ja, und das gefällt mir ganz gut. So, die Animation ist jetzt fertig. Wenn ich jetzt den beiden noch dazu noch etwas einsprechen möchte, geht das über die Plus-Taste und über diesen Medienreiter ganz rechts. Und dann gehe ich auf Audio aufnehmen. Und dann kann ich hier unten, wenn ich auf Aufnahme tippe, etwas einsprechen. Hallo Krake, wie geht es dir? Und wenn ich damit fertig bin, so, und dann kommt hier ein Sprechblasensymbol. Das kann ich jetzt einfach antippen und zur Schildkröte legen. Und das Gleiche erstelle ich jetzt auch noch für die Krake. Ich gehe also wieder auf das Plus, auf die Form, auf Audio aufnehmen und mache meine Aufnahme. Und wenn ich jetzt fertig alles eingestellt habe, kann ich über die Play-Taste mir meine Animation einfach einmal anschauen. Hallo Krake, wie geht's dir? Hallo Schildi, mir geht es hervorragend heute. Ja, und so lassen sich ganz einfach mit Keynote Geschichten animieren und erzählen. Als letztes möchte ich jetzt noch zeigen, wie man mit Keynote ein Quiz programmiert. Hierfür benötige ich 3 Seiten. Auf der ersten Seite brauche ich natürlich erstmal die Frage meines Quizzes. Plus 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Die Antwortmöglichkeiten müssen jeweils in einem Feld auf der Seite sein, also ein Textfeld oder eine Form, die man anklicken kann. Dann brauche ich noch eine Seite, wo steht, dass man die Aufgabe richtig beantwortet hat und wo es ein Feld gibt, wo man weiterkommt, also zur nächsten Frage. Und als drittes brauche ich eine Seite, wo steht leider falsch und wo auch ein Feld zu sehen ist, wo ich wieder zurückkomme auf die Frage und es nochmal versuchen kann. Dann brauche ich unbedingt auch, bevor ich loslege, das Quiz zu erstellen, das gleiche nochmal. Das heißt, für jede Frage brauche ich auch die anderen beiden Seiten wieder. Und das geht eigentlich recht schnell, indem ich, wenn ich einmal diese 3 Seiten erstellt habe,
auf die Seitenansicht gehe, auf Kopieren und dann einfach hier unten auf Einsetzen. Und das Ganze wiederhole ich dann mit den anderen Seiten auch. Und so habe ich jetzt direkt schon zwei Fragen für mein Quiz fertig. Jetzt muss es natürlich noch interaktiv werden. Und dazu gehe ich jetzt auf die erste Seite, auf eine Antwortmöglichkeit. Schnee ist natürlich nicht richtig. Wenn ich das Feld antippe, dann kann ich an ihm einen Link einfügen. Und ich wähle hier aus den Verbindungstyp. Und ich habe die Folie ausgewählt. Es gibt auch die Möglichkeit, auf eine Webseite zu verlinken oder auf eine E-Mail. Ich möchte hier aber auf eine Folie verlinken. Und dann kann ich sagen, Link zur Folie. Und das soll in dem Fall der Link zur Folie 3 sein, denn die Antwort ist ja leider falsch. Deswegen wähle ich die dritte Folie an. So, tippe dann einfach auf den Hintergrund und nehme das nächste Feld. Es wird kälter. Gehe dort auch wieder auf Link. Link zur Folie. Und das ist auch falsch, also auch wieder die 3 auswählen. Und Wasserdampf ist die richtige Antwort. Das heißt, da wähle ich den Link zur Folie 2 aus. Denn das ist die Seite mit, das war richtig. Und das muss ich für das vierte Textfeld natürlich auch noch machen. So, wenn ich das habe, muss ich dann die zweite Seite animieren. Das heißt, ich gehe auf die zweite Seite mit richtig und das heißt, wenn die Schüler auf richtig klicken, dann muss man hier noch bei weiter auf die nächste Frage kommen. Das heißt, ich muss das Textfeld mit weiter auch wieder verlinken. Und das ist dann die Seite 4 mit der neuen Frage. Okay, jetzt muss ich noch Seite 3 verlinken. Und zwar versuche noch einmal, das heißt hier, muss ich den Link zur Folie 1 wählen, um wieder zurück auf die Frage zu kommen. Okay, und das würde ich jetzt mit den anderen Seiten natürlich auch wieder genauso machen. Das heißt, erst alle Seiten fertig machen und dann jede einzelne Seite verlinken. Das geht mit der Zeit eigentlich ziemlich schnell. Und wenn ich erst die ersten 3 Seiten verlinke und dann die Sachen kopiere, dann brauche ich nachher nur bei den Verlinkungen die richtige Seite einzustellen. Ich kann also nachträglich hier auch sagen, ich gehe nochmal auf den Link und kann hier einfach nur die Zahl anpassen. Dann muss ich den nicht neu erstellen. Das ist eigentlich egal, wie rum ich das mache. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das dann aussieht. Also die Schüler würden dann die Datei bekommen und auf die Play-Taste gehen. Was entsteht, wenn die Sonne auf das Meer scheint? Sie drücken auf Schnee. Oh, leider falsch. Und drücken auf Versuche noch einmal. Und können dann nochmal versuchen. Und wenn Sie das Richtige auswählen, dann kommen Sie auf die Seite richtig. Und dann können Sie auch weitergehen und kommen auf die nächste Frage. Ja, und somit kann man wirklich ganz einfach interaktive Quizze erstellen. Eine weitere Möglichkeit, diese Verlinkungen zu nutzen als sozusagen App, wäre eine 1x1-Übung, die sowohl Schüler als auch ein Lehrer für Schüler erstellen könnte. Hier auf Start gehe, habe ich die einzelne Übung und ich habe 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und wenn ich die falsche Antwort auswähle, dann drücke ich nochmal, bekomme wieder auf die Seite. Und wenn ich die richtige Antwort auswähle, kann man noch solche tollen Effekte mit einbauen und das, denke ich, motiviert auch die Schüler. Und das ist recht schnell gemacht für einen Lehrer, aber auch für Schüler. Und wenn man einmal das Grundgerüst hat, dann kann man natürlich hier einfach die Seiten kopieren und kann das immer wieder benutzen. Und die Schüler können dann individuell noch
ihre Tierchen mit dazufügen oder einfach gestalterisch das Ganze kreativ bearbeiten. Eine weitere Möglichkeit, die sich hier anbietet, ist, ein erarbeitetes Thema mal nicht als Präsentation vortragen zu lassen, sondern die Schüler eine App daraus programmieren zu lassen. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Hier würden die Kinder dann auf Weiter klicken. Und hier ist im Prinzip die Gliederung des Referates oder des Themas dargestellt. Und unter jedem Punkt verbirgt sich jetzt dann eine verlinkte Seite, wie zum Beispiel hier diese zum Aussehen. Da könnte ich natürlich auch nochmal Animationen einfügen zu diesen Zeichnungen. Hier komme ich wieder zurück zum Lebensraum. Könnte ich hier eben eine Weltkugel darstellen, wo die Schüler sehen, wo kommt denn die Giraffe überhaupt vor. Ich kann aber genauso gut auch eine Seite verlinken, wie in diesem Beispiel, also einen Erklärfilm dazu hinterlegen. Und dann kommen die Schüler eben auf eine Safari-Seite, wo sie sich ein Video anschauen können. Und oben links kommt man dann direkt wieder in Keynote zurück und könnte dann in der App weitermachen und sich die anderen Dinge anschauen. Und das ist eine tolle Möglichkeit, denn damit habe ich sowohl inhaltlich gearbeitet als auch kreativ, denn die Schüler können sich diese Seiten ja selber gestalten. Und auch noch im Bereich der Medienkompetenz, im Bereich des Programmierens gearbeitet. Denn man muss sich auch erstmal überlegen, wie soll denn so eine App auch funktionieren, dass dann tatsächlich, wenn ich irgendwo was anklicke, die richtige Seite erscheint. Ja, wenn man jetzt ein Quiz oder eine App mit Keynote programmiert hat oder erstellt hat, dann ist das tatsächlich schon im Medienkompetenzraum, die Spalte 6, denn die Schüler müssen ja erst einmal erkennen, dass es sich hier um Algorithmen handelt, also dass man immer wieder dieselben Schritte machen muss, um quasi die richtige Lösung zu bekommen. Und das ist im Grunde schon eine Vorstufe vom Programmieren. Das heißt, ich muss ja genau sagen, welches Feld, was passiert, wenn ich auf das eine Feld drauf tippe, welche Konsequenz hat das? Nichts anderes ist im Grunde auch Programmiersprache. Wenn ich eine bestimmte Sache so programmiere, dann hat es ein bestimmtes Ergebnis. Und das ist eben schon eine Vorstufe. Das heißt, damit habe ich im Medienkompetenzrahmen den Bereich Z6 schon angesprochen, wenn die Schüler das auch noch selber machen, das selbst programmieren. Darüber hinaus vertiefen die Schüler natürlich auch ihr Wissen mit solchen Quiz, denn sie wiederholen nochmal die Inhalte von Vorträgen oder die Inhalte von einem bestimmten Thema in der Schule und können dann ihr Wissen nochmal ein bisschen vertiefen oder auch selber überprüfen. Meine Schüler machen das total gerne am Abschluss von einer Unterrichtsreihe, sodass dann die anderen Schüler auch raten müssen tatsächlich. Und das hat halt auf beiden Seiten ein Vertiefen des Wissens zur Folge, weil die anderen Schüler natürlich dann auch nochmal darüber nachdenken, über die Inhalte. Und es kann natürlich auch zum Austausch mit den Schülern dienen, denn diese Quizze kann man beliebig per AirDrop auf die anderen iPads verteilen. Das heißt, ein Schüler erstellt ein Quiz und die anderen Schüler lernen und üben mit diesem Quiz. Und das ist halt wirklich eine ganz schöne Sache. Und wenn man statt einem Quiz so eine Art App erstellt zu verschiedenen Informationen, vielleicht zu seinem Tier oder so, dann hat man da wirklich auch nochmal diesen Austausch miteinander dabei. So, das war es jetzt auch schon wieder mit der Online-Coaching-Reihe. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch das Apple Teacher-Programm nahelegen. Vor allen Dingen für alle diejenigen, die sagen, Keynote ist noch Neuland für mich, bietet das wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, sein Wissen da zu erweitern und seine Funktion, aber auch für diejenigen, die schon fortgeschritten sind und viele Sachen schon wissen, die können sich dort eben Ideen holen. Also es ist ein unglaublicher Ideenfundus und Speicher und ganz tolle Erklärungen mit bei. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen und das machen wir jetzt mal ganz kurz noch.
So sieht jetzt die Startseite des Apple Teacher Learning Center aus. Und Sie haben hier die Möglichkeit, in der Mitte Fähigkeiten für Ihr iPad zu erwerben. Wenn Sie da drauf tippen und ein bisschen weiter runter gehen, sind hier erstmal zum iPad Grundlagen, die Sie erwerben können. Pages für iPad mit den grundlegenden Funktionen. Und hier kommt eben Keynote, das, was wir ja gerade heute auch gesehen haben in der Session. Und haben Sie wirklich zu den einzelnen Bereichen von Keynote nochmal tolle Erklärungen. Ich gehe jetzt einfach mal rauf auf den Bereich der Animation, den wir heute ja auch uns angeschaut haben. Und hier gibt es immer etwas zum Ausprobieren, wo man sich dann durchklicken kann, wo man wirklich Schritt für Schritt unten drunter erklärt bekommt, was da Sache ist und wie das Ganze funktioniert. Und hier gibt es eine Anregung zum selber Ausprobieren und Anwenden und auch nochmal zum Vertiefen und verschiedenes Material zum Ausprobieren. Das heißt, wenn Sie sich noch nicht ganz fit fühlen in Keynote, dann schauen Sie doch hier mal vorbei. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Ideen, auch über diesen Bereich von Keynote hinaus. Und das lege ich Ihnen wirklich ans Herz, weil Sie da ganz tolle Ideen für den Unterricht bekommen und eben auch noch ein bisschen Sicherheit in den einzelnen Programmen. So, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Ausprobieren im Unterricht. Tschüss.